KinoCast. Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Sendung vom KinoCast. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Hallo, ich habe gerade irgendwelche Geräusche im Hintergrund noch gehört. Ich weiß nicht, ob es so rausging. Ich habe auf Arbeit eine Karte zugeschickt bekommen. Und ich kann das ja mal hier. Ich öffne mal die Karte, Achtung. Ja, alles klar. Das ist sogar GEMA-frei. Also das ist eine Firma, die bieten das hier irgendwie an, dass du Weihnachtskarten bestellen kannst und sagen extra, dass es GEMA-frei ist, dass man da nicht irgendwie zahlen müsste. Aber es ist noch ein bisschen weit weg irgendwie gefühlt, aber das war die erste Weihnachtskarte, die dieses Jahr kam. Ja. Schön, Glückwunsch dazu, sage ich dann mal. Ne? Aber es gibt ja auch schon alle möglichen Leckereien zu kaufen, ne? So Stollen und... Ich habe sogar schon Lebkuchen gegessen. Ja, ich habe gestern auch so diese Lebkuchenherzen mit dieser Füllung. Ja, mit Schokolade. Ja. Ich habe die mit Schokolade gegessen. Okay. Was ja mein Kryptonit ist, das sind diese Stollenkonfekt, nennt sich das. Das sind so kleine Stückchen Stollen, die so richtig voll lecker sind. Ja, da darf man aber nicht drauf gucken, wie viel Kalorien das beinhaltet. Also schon ein Stück hat, glaube ich, so viel wie ein ganzer Stollen oder so. Ich kenne das. Mir haben es die Dominosteine immer angetan. Oh, die sind auch gefährlich, ja. Oder Marzipankartoffeln oder sowas. Ah, auch Marzipankartoffeln. Oh. Love it. Ihr habt doch nicht mehr alle Tassen. Meine Oma hatte früher immer in Nürnberg, bei Nürnberger Lebkuchen, da konntest du so Pakete bestellen und die hat sie dann immer an ihre Enkel und Kinder dann immer jeweils so ein Paket in der Vorweihnachtszeit. Oh, das war immer ein Ding, ey. Beste. Ha. Naja, aber jetzt geht es hier erstmal um Filme und so weihnachtlich sind wir heute noch nicht drauf, wenn ich hier so die Filmauswahl sehe. Achso, ich dachte, wir reden ein bisschen über Weihnachtsessen und so. Achso, oh, Weihnachtsessen, dann krieg ich gleich Hunger, ey. Schön braten. Also, Chris, du warst in der Sneak Preview und hast dir den Film angeschaut. Meine total verwöhnte Familie. Meine schrecklich verwöhnte Familie. Okay, dann meine schrecklich verwöhnte, also nicht totale verwöhnte Familie, sondern eine schrecklich verwöhnte Familie. Ein französischer Film, der glaube ich im Original so viel heißt wie verdorbene Bratzen oder so, wenn ich mich recht erinnere. Wenn man es übersetzt. Ja, das könnte ungefähr passen. Also. Erzähl doch mal, wie war denn das? Also eine kleine süße französische Komödie und wir lernen ganz zu Beginn schon auf einer Party, auf einer größeren Geburtstagsparty, lernen wir Stella kennen. Stella gespielt von Camille Lou, die eben ihren Geburtstag hat und völlig austickert, weil der Schönheitschirurg oder irgendein Beauty-Gedöns sie völlig entstellt hat und so kann sie doch nicht auf die Party und flippt dann aus und rennt zu ihrem Verlobten, zu ihrem Freund Juan Carlos, der einfach nur im Pool liegt und also da im Pool liegt auf so einem aufgeblasenen Ding und sie völlig gilfig so, oh Gott, und er nur, du, ja, ich mache gerade noch eine Entspannungsübung, lass uns doch gleich drüber reden. Und sie, okay, alles klar. Und er bleibt einfach im Pool liegen, so, Und es stellt sich dann halt heraus, dass Stella die Tochter von Francis Bartek ist, Francis Bartek, der Millionär ist. Also Gérard Jugnot spielt den. Und Francis hat eigentlich das Leben seiner Kinder mehr oder weniger satt, weil er hat nicht nur Stella als Tochter, sondern auch noch Philippe und Alexandre, alle drei so vielleicht so 2-3 Jahre nur auseinander und vom Prinzip her alle drei so richtige Taugenichts, wenn man das ganz überspitzt sagen möchte. Also von Beruf Sohn. Ja, von Beruf Kind einfach. Philippe, der Älteste, ist ein bisschen übergewichtiger und so ein Pseudo-Geschäftsmann, hat immer ganz arg krasse Ideen für ein total tolles Business, was man unbedingt probieren sollte. Seine neueste Idee ist der getragene Schuh, weil wenn man neue Schuhe kauft, die drücken ja überall und dann hat er Leute an der Hand, die die Schuhe einlaufen und die dann, ja genau. Das sollte da mal zur Höhle der Löwen gehen.
und möchte da halt sein Business aufziehen, ist aber auch eher so der Party-Typ. Dann eben Stella, die Beauty Queen, die halt, oh ja, und das ist alles so ganz, ganz Etepetete und ach oh, gut, und ich muss darauf achten und oh, und ich gehe jetzt erstmal shoppen bei Dior und solche Sachen. Und Alexandre, der so mehr so aussteigermäßig unterwegs ist, so, ja, Leute, alles cool, kommt mal runter und ach, arbeiten, oh, ich weiß auch nicht. Und also komplett unterschiedliche Charaktere, alle drei auf ihre Art einfach von Beruf Kind oder halt Sohn beziehungsweise Tochter. Und Francis hat davon irgendwie die Schnauze voll, weil er sagt, okay, irgendjemand, irgendwie sollen sie doch mal die Firma von ihm auch übernehmen, also er ist irgendwie im Baugewerbe tätig. Am ehesten wollte er, dass es Philipp macht und der Schauspieler von Philipp, der wird, steht hier nur drin mit Artus, der hat allerdings noch einen anderen Namen und der sieht original aus wie der Streamer Meier. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber Meier sieht, einfach mal bei Twitch Meier eingeben, das könnte original der sein. Das hat mich den ganzen Film immer total fertig gemacht. Und Francis plant dann, nachdem er einen kleinen Herzinfarkt hat auf der Geburtstagsfeier, wo Juan Carlos offenbart, dass er, ja, der Freund halt von Stella, dass er Stella heiraten möchte. Und er ist halt alles andere als begeistert davon, weil er schon sagt, ja, der will nur dein Geld. Und weil Juan Carlos ist ja eigentlich Argentinier und hat Ländereien in Argentinien und was weiß ich was. Nur, das ist noch nicht überschrieben, deswegen hat er kein Geld. Klingt schon total plausibel, ihr merkt das. Jedenfalls hat er dann auf der Geburtstagsfeier, wo das halt alles eskaliert und auch die Verlobung bekannt gegeben wird, einen kleinen Herzinfarkt, einen schwachen Herzinfarkt zum Glück nur. Und die Streitereien zwischen den drei Kindern gehen dann am Krankenbett von Papa weiter, der dann beschließt, alles klar, jetzt machen wir kurz einen Prozess, ich habe keinen Bock mehr, dass die mein Geld verbrassen, jetzt zeige ich denen mal, worum es im Leben geht. Also vielleicht noch zur Erklärung, die Mutter der Dreien ist vor Jahren schon verstorben und Francis hängt noch an ihr, wohnt allerdings mit seiner Haushälterin zusammen, schon seit x Jahren dann auch, die halt alles Mögliche für ihn macht. Und ja, er kommt dann aus dem Krankenhaus quasi wieder raus und hat dann einen Plan ausgeheckt, weil er sagt dann, boah Leute, wir haben ein Problem, mein Geschäftspartner hat Gelder veruntreut, wir müssen sofort los. Und sein Geschäftspartner steckt mit ihm unter einer Decke, es kommt Pseudopolizei, die die Autos beschlagnahmen, die Jagd auf die machen. Und er schnappt dann seine Kinder und rennt oder flüchtet in ein altes Anwesen der Familie, das unbedingt renoviert werden muss. Und dort bringt er seine Kinder dazu, sich Arbeit zu suchen und eben das Haus zu renovieren. Und daraus entwickeln sich dann eben neue Freundschaften auch und auch neue Beziehungen zwischen den Kindern und natürlich auch in erster Linie zum Papa. Nur die ganze Sache basiert ja auf einer, ich will nicht sagen riesigen Lüge, aber es basiert auf einer enormen Lüge. Und es ist halber dann echt herrlich anzusehen, wie sich Charaktere sich dann ein Stück weit entwickeln. Also Stella geht mit einem Freund der Familie, ich glaube, ist der sogar der Sohn von der Haushälterin, der bringt sie ins Restaurant, wo sie dann anfängt zu kellnern, was schon absolut abstrus teilweise ist, weil sonst war ja sie immer diejenige, die die Kellner rumgescheucht hat. Und jetzt steht sie halt auf der anderen Seite. Das gibt schon teilweise wirklich hervorragende Situationen. Dann Philipp wird Fahrradfahrer mit so einem Tuk-Tuk. Genau, fährt mit einem Tuk-Tuk spazierenden. Ja, Entschuldigung. TikTok. Mit so einem TikTok spazieren. Nein, fährt mit dem Tuk-Tuk dann spazieren. Und Alexandre, der halt seinen Hintern nicht hochkriegt, der hilft dann quasi bei der Renovierung des Hauses, weil er da tatsächlich doch enorme Skills hat. Ja, und es kommt dies kommen muss, der Schwindel fliegt auf, weil Juan Carlos plötzlich in der Türe steht und sagt, ich habe die Ländereien verkauft und konnte deswegen eure Schulden bezahlen, ihr seid wieder frei. Und wie es dann noch weitergeht, verrate ich nicht, weil das führt dann zum Grand Final. Es ist auf jeden Fall, das hat jetzt dem Erik gefallen, ne? Es ist auf jeden Fall ein französischer Film, der einfach wie zuletzt schon der Rosengarten von Madame Vernet. Madame Vernet, genau. Sehr, sehr charmant daherkommt. Also es ist wirklich sehr, sehr charmant.
aber basiert auf einem mexikanischen Film mit Die Kinder des Senor Nobel aus 2015. Und klingt aber sehr nach der Serie Schitt's Creek, muss ich sagen. Das wollte ich die ganze Zeit sagen. Ja, auch bis auf diesen Schwindel ist das Schitt's Creek. Ja, genau. Genau, auch das. Es ist halt sehr charmant. Es ist teilweise recht lustig. Es ist nicht völlig überdreht. Es ist jetzt nicht der Film, wo ich sage, oh mein Gott, das ist die beste Komödie des Jahres oder seit 15 Jahren der beste französische Film. Nein, es ist ein ganz arg schöner Film, den man bedenkenlos einmal abends auch anschauen kann und einfach den Fernseher anmachen kann und den anschauen kann. Der tut keinem weh, der macht Freude und ist doch am Ende des Tages eine Hommage an das Familienleben. Klingt nach einem super Sneak-Film insgesamt. Ja, für die Sneak mal wieder echt, echt toll. Also da, die französischen Komödien funktionieren ja großteils eh. Es sei denn, es spielen belgische Schauspielerinnen mit. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wir haben gerade sehr, sehr viel französische Filme in der Sneak. Kriegen wir aktuell keine anderen? Also ja, ist wahrscheinlich. Doch, nicht so, kriegen wir einen anderen. Ist wahrscheinlich so, dass in Amerika lief wahrscheinlich die Produktion während Corona jetzt nicht so viel und in Deutschland auch nicht. Und Frankreich hat man halt immer noch ganz gut weiter produziert und wer weiß. Nee, aber oder zumindest bringen die ihre Filme ins Kino, auch wenn sie sagen, okay, wir erreichen vielleicht momentan nicht die breite Zuschauermasse. Vielleicht liegt es daran. Aber den Familienvater, den Gérard Jugnot, den könnte man kennen. Den hatten wir in der Sneak Preview mal in dem Film gehabt, Die Kinder des Monsieur Mathieu. Falls das noch jemand sagt, mit der Chorklasse war das, glaube ich, ne? Ja. Und dann bei Asterix und Obelix spielt er immer den Kapitän von den Piraten, den sie regelmäßig da begegnen. Die anderen kannte ich aber auch alle nicht, aber klingt nach einer spaßigen Komödie. Die hätte ich auch gern gesehen gehabt. Ja, also ich glaube, Erik, du hättest echt deinen Spaß auch gehabt. Ich wäre mir das war. Guck ihn dir auf jeden Fall an, wenn er dann mal irgendwo on demand oder sowas ist. Extra ins Kino glaube ich nicht, dass du das musst. Es lohnt sich, den anzuschauen, wenn man wirklich die Möglichkeit hat. Da macht man nicht so viel falsch. Definitiv. Und deswegen, von mir gibt es 6 Punkte. Heißt, es war okay. Hätte besser sein können, hätte aber auch weitaus schlechter sein können, aber so kann der Film ganz gut leben. Ja, für die Sneak ideal sowas. Besser als dieser Treppier, wo die Öl pullert und sowas. Traumatisiert von diesem Film hier. Ja, ganz, ganz furchtbarer Film. Titan. Oh je, er hat es erwähnt. Ja, ich habe es gesagt. Ich hätte auch Oliver Kahn sagen können. Jetzt weiß ich gerade nicht, was schlimmer ist. Naja, dann machen wir mal fröhlich. Achso, nee, wir machen erstmal Sneak-Tipp. Ja, wie sieht der Sneak-Tipp aus für morgen? Der Sneak-Tipp lautet, wenn ich ihn finde. Es kommt immer so überraschend, ne? Trauriger Randy Savage. Ja, und sind schon irgendwelche Hinweise eingegangen? Wer ist Randy Savage? Ein Wrestler. Buh, du bist da gar nichts. Ach so. Macho Man Randy Savage. es sind Tipps eingegangen, unter anderem James Bond, der schon läuft. Ich überlege, wollen wir eigentlich diese James Bond Tipps mal löschen hier immer? Das ist da jetzt langweilig, oder? Vielleicht lese es einfach nicht mehr vor. Das ist ganz einfach. Oder so, ja. Ja. Dann Cry Macho und Halloween Kills. Als ich Cry Macho gelesen habe, habe ich gedacht, ja, das passt. Deswegen habe ich auch nichts getippt diesmal, weil Randy Savage hat ja den Künstlernamen Macho Man, deswegen. Und trauriger Randy Savage, also ein weinender Macho, das habe ich gedacht, das passt vom Titel her. Habe ich mir gar keine Mühe gemacht, noch zu recherchieren. Toll, ich mache mir doch keine Mühe hier mehr, was soll das denn? Also das war zu naheliegender Tipp, also das ist ja völlig. Ja, mal gucken, ich habe allerdings keine Ahnung, worum es in diesem Film geht, Cry Macho, aber wir werden es morgen sehen. Ich versuche auch, Trailer zu vermeiden. Und wo ich keinen Trailer vermieden habe, das war bei dem Film James Bond, No Time to Die, keine Zeit zum Sterben, den ich mir parallel zur Sneak angeschaut habe, damit ich es überhaupt mal schaffe, diesen Film zu gucken.
Denn mittlerweile haben ja schon gefühlt die Leute, die eigentlich nie ins Kino gehen, auch von meinen Kollegen und so, die waren in James Bond drin und da war mir die Spoilergefahr in der Mittagspause einfach viel zu hoch. Und da habe ich gedacht, irgendwie muss ich da jetzt mal rein. Und nachdem ja am Wochenende immer die Vorstellungen ziemlich ausverkauft waren, ich da keinen Bock hatte, mich in so einen ganz vollen Saal zu setzen, habe ich gedacht, ich gehe doch mal am Montagabend parallel zur Sneak, weil der da auch lief, weil das eh mein Kinotag ist, montags. Und siehe da, der Saal war auch voll. Allerdings noch nicht, wo ich meine Tickets reserviert habe, aber der ist dann noch ziemlich voll geworden. Was mich sehr freut fürs Kino natürlich oder für die Kinos an sich. Denn mittlerweile hat ja James Bond, der Film, der neue, der hat ja mittlerweile ja, die Goldene Leinwand sogar schon bekommen, ja, weil er so viele Zuschauer gezogen hat. Und ich habe auch endlich mal wieder Trailer gesehen. Kennt ihr den Film Last Night in Soho? Sagt euch das was? Nee. Mir nichts. Mir nämlich auch nicht. Der ist gedreht von Edgar Wright. Der hat ja diese Cornetto-Trilogie gemacht hier mit Hot Fuzz und so weiter. Mit dem Eis? Bitte? Mit dem Eis? Ja, das heißt doch so diese Cornetto-Trilogie mit Shaun of the Dead und so. Cornetto. Genau. Und der hat einen Film gemacht, das sah am Anfang ziemlich weird aus. Das sah erst ein bisschen aus, als hätte irgendwie Nicholas Winding Refn oder David Cronenberg oder David Lynch irgendwas gedreht. Da geht es um eine junge Frau, die irgendwie nach Soho kommt und dann irgendwie ein Kunststudium anfängt und die hat dann so ein, die sieht immer so eine andere Frau und da zeichnet sie dann die Klamotten, die die hat und wird damit erfolgreich und diese andere Frau, die sie da immer sieht in ihren Gedanken, die übernimmt dann immer mehr von ihr oder so. Ganz, ganz kurios. Dann kam. Was ist jetzt deine Lieblingssorte, Cornetto? Ich mag das hier, dieses Buttermilch. Buttermilch-Zitrone heißt das, glaube ich. Okay. Kate, ja. Was ist ja, das ist sehr lecker, da hast du recht. Nee, Buttermilch-Zitrone bin ich dabei, ist sehr lecker. Okay, ist notiert. Fürs nächste, falls der nächste Eiswagen durch Stuttgart dann fährt, dann schicke ich den bei euch dabei. Trailermäßig habe ich auch noch gesehen den Matrix 4-Trailer und ich bin gehypt. Ich bin echt gehypt. Ich weiß, ihr könnt es nicht ganz nachvollziehen, aber ich habe letztens auf Sky auch wieder die Matrix-Filme geguckt und so. Den ersten sehr intensiv, die zweiten liefen nur nebenbei. Ey, ich bin da, die will ich sehen. Dann Respect hier, der Aretha Franklin-Film. Contra, der war auch, glaube ich, schon mal getippt hier für die Sneak. Mit Christoph Maria Herbst, der eine junge Studentin so ein bisschen zurechtweist vor allen Leuten und muss dann sie aber coachen als Mentor für so einen Debattierwettbewerb dann, weil die Jura studieren irgendwie. Und der neue Spider-Man-Trailer, da war ich auch wieder gehypt. Und es ist echt jetzt, nachdem ich so lange ja nicht in einer normalen Vorstellung im Kino war, du kannst die Trailer zu Hause gucken, wie du willst. Wenn du die im Kino siehst, wirken die nochmal anders und ich finde es einfach voll geil, dass wieder Kino geht und so. Also Spider-Man, Wahnsinn. Das aber zu den Trailern, wo ich mich natürlich auch sehr gefreut habe, jetzt den James-Bond-Film endlich zu sehen, denn für mich war das so gedanklich, ja, gedanklich ist für mich jetzt die Pandemie einfach vorbei, weil das war der Film, den sie so lange verschoben hatten wegen der Pandemie und jetzt läuft er endlich und ja, Daniel Craig, sein letzter Bond-Film, das war ja vorher schon bekannt, nachdem er jetzt die Rolle jetzt zum fünften Mal spielt, die sozusagen dieses Universe mit Daniel Craig Bond nimmt damit sein Ende. Denn es wurden ja bestimmte Aspekte von James Bond und seiner Vorgeschichte und Spectre und so weiter beleuchtet. Und das findet hier quasi so sein Ende in dem No Time to Die. Man könnte es ein bisschen, ich hatte es bei uns in WhatsApp mal bezeichnet als James Bond Endgame. Das ist quasi, es wird irgendwie alles Mögliche aus den vorhergehenden Filmen zusammengeführt. Es werden ein paar lose Storyenden auch beendet auf eine sehr gute Art und Weise. Es gibt auch ein paar Major Deaths, das kann ich glaube ich schon mal sagen, die einen auch ziemlich mitnehmen. Und es geht eigentlich darum, dass James Bond mittlerweile im Ruhestand ist. Er lebt auf Jamaika, das ist glaube ich wieder dieses Anwesen, was eigentlich Ian Fleming gehört hat, wenn ich das richtig gesehen habe. Das hat man nämlich schon mal in einem anderen James Bond Film gesehen gehabt. Und ja, da lebt halt James Bond. Er wird dann irgendwann mal kontaktiert. Er wird von seinem alten Kumpel Felix Leiter vom CIA
und wird auch vom MI6 kontaktiert, aber da lehnt er dankend ab. Die sagen, hier, wir brauchen mal deine Hilfe. Sagt, nee, mach nicht mehr. Und als sein alter Kumpel Felix kommt, sagt, ey, du, ich brauche ja echt deine Hilfe, da ist was. Und da geht es um so einen Wissenschaftler, den müssen wir habhaft werden, dass der nicht irgendwelche, ja, schlimmen, so die haben so ein, ja, so ein Virus nicht gezüchtet, sondern der ist so mit Nanobots. Das heißt, die können sich wirklich gezielt die Menschen aussuchen, die sie infizieren und töten. Und da können die halt anhand der DNA das ziemlich genau festlegen, wer getötet werden soll, mit welchen genetischen Merkmalen. Und er ist wieder so dieses typische James-Bond-MacGuffin, was irgendwie die ganze Welt an den Rand bringt und so. Darf man nicht zu viel drüber nachdenken. Und ja, James Bond tritt wieder auf den Plan. Er muss erst nach Kuba segeln mit seinem Segelboot und kommt da eine wilde Schießerei. Da ist übrigens auch Ana de Armas, Chris, mit einem Kleid. Huiuiui. Das ist also, das ist mehr Strandmode als Abendkleid, würde ich mal sagen. Und sie spielt auch echt eine coole Rolle. Sie sagt nämlich, sie hat erst vor ein paar Wochen ihre Ausbildung begonnen zur Geheimagentin. Sie kann das alles noch nicht so richtig, aber sie hat gut gelernt und so. Und sie hilft ihm dann bei der schwierigen Mission, bei der ein bisschen was schief geht und die Wege entzweien sich dann wieder und James Bond muss dann doch wieder tätig werden und kommt natürlich auch wieder zurück nach London, wo er dann feststellt, dass seine Nummer schon neu vergeben wurde, also 007 gibt es schon wieder, gespielt von einer Frau, ja, und da ist eine herrliche Buddy-Movie, ja, so ein bisschen hin und her und ja, das ist meine Nummer, ne? So, und die müssen dann auch zusammenarbeiten. Und das macht wahnsinnig viel Spaß, das zu sehen, wie die zwei und wie sie dann am Schluss zusammen. Ich will nicht zu viel verraten, weil der Film, der geht zwar relativ lang, ist aber zu keinem Zeitpunkt langweilig. Das hätte ich nie gedacht. Der geht ja 2,5 Stunden oder so. Und ich habe erst gedacht, boah, da wird es bestimmt Längen geben. Nee, gibt's überhaupt nicht. Da ist eine Szene, da ist James Bond schiffbrüchig und treibt mit so einem, ja, mit so einem kleinen Schlauchboot, was dann so ein Notrettungsboot, ne? Und man denkt halt so, ja, jetzt wird er halt irgendwo gefunden und zack und so und so. Und das dauert jetzt wieder ewig. Nee, Schnitt, zack. Er ist in London, geht im Anzug in sein Büro und da wird einfach nur kurz erklärt, was da passiert ist und das war's. Also, okay. Das geht wirklich Schlag auf Schlag auf Schlag. Das ist zu keinem Zeitpunkt langweilig. Es ist immer interessant und es ist atemberaubend, was die da gemacht haben. Wirklich, also. Pff. Ich habe eine Frage. Gerne. Du hast gesagt, seine Nummer wurde dann schon mal vergeben, weil er ja in Ruhestand gegangen ist. Wird damit dann schon der neue James Bond eingeführt? Ich glaube nicht. Glaubst nicht, dass ich es dann dabei glaube bleibt? Nicht. Lashana Lynch heißt die Schauspielerin, Nomi heißt die im Film. Und das ist eher so, ja, ganz normaler Büroalltag, würde ich mal sagen, bei denen. Und die arbeiten ja dann noch zusammen und ich will mal nicht zu viel verraten, was dann alles so passiert, aber es gibt dann auch noch so eine Geschichte, was ich bei James Bond immer ein bisschen bäh fand, ist, wenn er sich irgendwie heftig verliebt hat. Da gab es ja diverse Filme, wo das passiert ist, das hat irgendwie nicht so richtig, weil man wusste genau, also es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Glücklich wären die auf jeden Fall nicht. Das heißt, entweder stirbt die Frau oder sie versucht, James Bond umzubringen und stirbt dann dadurch, dass er sie umbringt. Andere Möglichkeiten gab es da in der Vergangenheit nicht. Aber hier finden sie noch irgendwie einen anderen Weg, den ich nicht verraten will. Und hier geht es auch um die Hintergrundgeschichte von Lea Seydoux. Die wird auch ganz am Anfang in der ersten Szene des Films wird die gezeigt, wo dann auch schon so ein richtig fieser Bösewicht auftritt, Rami Malek, der das wahnsinnig gut spielt, also der tritt auch später dann nochmal auf den Plan und natürlich gibt es auch ein Wiedersehen mit Christoph Waltz alias Blofeld, der mittlerweile im Hochsicherheitsgefängnis sitzt in London, im Tower oder keine Ahnung, wo sie den da untergebracht haben und da kommt wirklich alles nochmal zusammen, bis hin zu den Autos, die man kennt aus anderen James-Bond-Filmen, Fahrzeuge, Orte. Das ist, weiß nicht, so, ja, fast wie Endgame. Das ist so ein bisschen, ja, so 50% Fanservice, 50% gute Geschichte. Und es hat mir echt viel Spaß gemacht, den Film zu schauen. Und ich war dann danach, also am Anfang, als es losging, war ich schon so ganz kribbelig. Und wo die James-Bond-Melodie kam und dieser berühmte Shot, wo man durch diesen Lauf schaut und James Bond dreht sich dann so um und
bis hin dann zum Ende, wo dann ein echt schöner Song kam und am Schluss auch nochmal sehr emotional gewesen. Mir hat da wahnsinnig gut gefallen, der neue Bond-Film. Und dass sie auch so ein schönes Ende gefunden haben für die Daniel Craig-Ära, fand ich echt gut. Ich gebe dem 9 Punkte. Ich habe auch schon andere Kritiken gelesen, die da irgendwie versuchen, da irgendwelche Haare in der Suppe zu finden, aber mir hat er so viel Spaß gemacht die ganze Zeit und der Regisseur Cary Fukunaga, der hat das auch richtig gut drauf, der hat ja auch Sin Nombre zum Beispiel gemacht und der hat die Story geschrieben für die Neuauflage von S, was wir auch ziemlich gut fanden und richtig gut gefilmt, gedreht, die Action-Szenen waren auch immer so, dass man wusste, wo sind die Personen, teilweise war wilde Schießereien, aber man wusste eigentlich genau, wo man sich gerade befindet, wer wo ist und das ist auch die hohe Kunst, weil häufig hast du wilde Schießereien, du weißt gar nicht, was Phase ist und hier in Innenstadtkinos im Gloria, was machen wir, 2 mit Atmos und so, oh, das war der Hammer, dann wirklich kommt plötzlich von hinten und die Schüsse um dich rum und also mich wundert jetzt gar nichts mehr, dass der so ein riesiger Kinoerfolg ist gerade, dass da wirklich so viele reingehen, der ist einfach gut und wo ich fertig war, den zu schauen, habe ich gedacht, oh, ich könnte ihn eigentlich nochmal im Kino gucken. Der wirkt so gut im Kino, der großen Leinwand. Wahnsinn. Also mir hat er echt gut gefallen, wie man raushört. Ich möchte den wärmstens empfehlen an allen, die ihn noch nicht gesehen haben. Geht ins Kino rein. Er hat nicht umsonst die goldene Leinwand jetzt bekommen durch die vielen Zuschauer. Guckt ihn im Kino an. Das ist wieder ein Film für die große Leinwand. James Bond. No time to die. Keine Zeit zum Sterben. Okay. Vielen Dank, Erik. Ja. Und dann widmen wir uns mal einem Film, den wir im Heimkino gesehen haben, Chris und ich. Heimkino. Finish him. Fatality. Fatality. Ich kann mich erinnern, als der Trailer irgendwie rauskam, haben wir den ja auch besprochen, ne? Und da waren wir eigentlich schon ein bisschen angetan, glaube ich, ne? Weil das auch so nah dran war an dem, wie man es so kennt aus den Spielen. Also vielleicht für diejenigen, die noch völlig unbeleckt sind, Mortal Kombat gibt es jetzt als Film, lief jetzt neu auf Sky, ist wieder so eine ganz kurzfristige Kino, vom Kino auf Sky-Premiere gewesen und wir haben den ganz frisch angeschaut, basiert auf einer Computerspielserie, die damals, wenn man die Dokumentation gesehen hat, Console Wars, die ich dir mal empfohlen hatte auf Sky Documentary, die damals zum großen Erfolg des Mega Drive geführt hat in den USA, weil die meisten Leute hatten einen Nintendo. Und auf dem Nintendo gab es Mortal Kombat nur geschnitten. Da war das Blut irgendwie grün und keine Gewaltszenen, keine Finishing Moves. Und das hat zum großen Erfolg des Mega Drive damals geführt in den USA. Ja, und worum geht's denn in dem Film, Chris? Ach, Gott. Also, soll ich dir helfen, oder? Nein, ich habe ihn jetzt erst gesehen. Also, pass auf. Ich weiß auch nicht mehr viel. Die passende Worte umzutragen. Also es steht, die Götter haben, weil es gibt mehr als nur eine Welt, haben einen Wettbewerb ausgerufen und wer den 10-mal am Stück gewinnt, der bekommt die Kontrolle über alles. Und dieser Wettbewerb ist das Mortal Kombat. Und eine Seite hat den jetzt schon 9-mal am Stück gewonnen. Und jetzt steht eben noch der letzte Turnier steht vor der Türe. Und es geht darum, in diesem letzten Kampf geht es um die Champions der Erde. Und ein Champion ist man, wenn man so ein besonderes Feuerbrandmal hat, so einen Drachen eintätowiert oder irgendwie was hat. Und da die Bösewichtner, deren Namen ich schon wieder fast alle verdrängt habe, ich hole es mir gerade nebenher nochmal her, von vornherein nicht mit fairen Waffen kämpfen, haben sie gesagt, okay, wir gehen dann schon mal auf die Erde und löschen da einfach die Champions aus, dann gibt es nämlich keine Champions mehr, dann haben wir eh schon gewonnen. Klingt nach einem Plan. Ja. Hä?
Ja, klar. Wenn sie die vielleicht schon in Kindertagen rausnehmen aus der gleichen. Ja. Genau. Ja, und dann finden die sich doch. Ja, gab es irgendwie diesen einen Typen, der da von. Der das schon von Urzeiten her verfolgt, das ganze Thema, und der holt dann die Leute zusammen, die noch so einen Brandmal haben. Ja, nee, es ist ja noch mal ein bisschen, jetzt ist ja noch ein bisschen anders. Oh Gott, also, das ist die schlechteste Filmzusammenfassung, die wir je hatten. Ja, der Film ist auch nicht so besonders, das kommt noch dazu. Jetzt kommt der richtig gute Teil, kommt ja jetzt erst. Und zwar Cole Young, jetzt Cole nämlich, ist Mixed Martial Arts Kämpfer und der hat eben auch so ein Mal und der wird aufgespürt von Jax, gespielt von Makeup Brooks, übrigens Cole Young gespielt von Louis Tan, der kennt sie nicht, wird aufgespürt und sagt, hey, wir brauchen dich, weil du hast auch dieses Ding, komm doch mal da vorbei, hier zum Tempel von Raiden, also von Lord Raiden, und dann gucken wir, wie wir hier quasi die Welt retten können, und wende dich doch unbedingt noch an Sonya Blade, ganz arg wichtig, Sonya Blade, also Jessica McNamee, wende dich an die, und dann taucht Sub-Zero auf, der nämlich zu den Bösen gehört, und Sub-Zero ist so ein Eismensch, oder so einer, der alles zu Eis machen kann. Und dann beginnt eben die Jagd von Sub-Zero erstmal auf Cole und natürlich auch auf Jax. Und der steht dann Jax gegenüber und friert Jax beide Arme ein. Und Jax ist dann quasi wie tot, aber doch irgendwie noch nicht. Und Cole macht sich dann auf die Suche nach Sonya Blade, findet die auch. Die hat einen gefangen genommen, nämlich Kano. Und Kano hat auch so ein Mal. Das hat er nämlich bekommen, weil er einen mit dem Mal umgebracht hat. Weil wenn du jemanden tötest, der so ein Mal hat, dann bekommst du das. Dann geht das auf dich über. Dann wirst du der Champion. Und die sind dann alle zusammen. Was zur Hölle? Die sind dann alle zusammen im Tempel von Raiden, wo Jax auch wieder auftaucht, dem sie nämlich auch so versuchen, die Arme irgendwie noch zu retten, die nicht mehr da sind, weil jeder von den Champions hat eine besondere Fähigkeit. Also die ist nur noch nicht geweckt. Und beim einen sind es Feuerbälle, beim anderen ist es eben der Hut. Also bei Kung Lao, gespielt von Max Huang, Kung Lao hat den Riesen diesen Hut auf, der so ein bisschen an das Schild von Captain America erinnert. Und es kommt dann eben zum großen Kampf um das Mortal Kombat, also um den Vorkampf, bevor es zum Turnier geht. Ich habe Fragen. Moment, gleich, du darfst gleich Fragen stellen. Erik, habe ich irgendwas ausgelassen? Also, wichtiger Punkt. Also die Kämpfer, die quasi die letzte Hoffnung der Erde, der Menschheit sind, gegen diese Outsider da zu bestehen, die gehen erstmal in den Tempel und hauen sich alle dermaßen auf die Mappe, also wo man sagt, ey, aber die hauen sich selber kaputt, ne, die ganze Zeit in der Vorbereitung, und die müssen nämlich versuchen, was sie finden sollen, ihren Special Move zu entdecken, indem sie irgendwie unter Druck halt dann kämpfen, und ja, genau, und dann kriegen die halt so verschiedene, wie der eine, dieses Sub-Zero, der Bösewicht, der kann halt so einfrieren. Genauso haben auch die in Anführungszeichen Guten jeweils so eine Spezialfähigkeit, die sie entdecken müssen, und dafür hauen die sich erstmal alle gegenseitig dermaßen auf die Mütze, und das nimmt so die Hälfte des Films ein, und dann die andere Hälfte ist dann, wo sie dann den Gegnern ein paar auf die Mütze hauen, irgendwie so. Und halt relativ viel in dem Mortal Kombat Videospiel-Kampfstil dann auch. Und das ist tatsächlich auch von den Effekten her, ist der Film teilweise extrem cool gemacht. Also definitiv. Mit dem Eiszeug oder auch wie der eine schießt, der Schrot schießt, und dann friert er das mit Eis so ein, diese fliegenden Kugeln und so. Das sieht cool geil aus. Das siehst du halt leider auch schon alles mehr oder weniger im Trailer. Also die besten Szenen siehst du wirklich im Trailer. Dann gibt's
Gott, ich glaube, ich bin nicht so komplett in Mortal Kombat drin, aber ich glaube, Raiko ist es. Dieses Viech mit vier Armen. Nee, ist es nicht. Warte, wie hieß der? Wie hieß der mit vier Armen? Macho Mai heißt der. Bei Pokémon heißt der Macho Mai. Macho Mai bei Pokémon. Ja, nee. Gott, wie heißt der? Ist egal. Ja, auf jeden Fall. Namen sind Schaden auch. Ja, aber der ist echt super dargestellt, weil der original aussieht wie das uneheliche Kind von dem ersten Hulk und einem der Orks aus World of Warcraft. Hm. Oh Mann, ey. Also das war nicht ein bisschen Fragen. Anstrengend. Ich gedacht habe so, what the fuck? Was möchtest du denn wissen? Ja, ich möchte gerne wissen, was für eine Realität spielt denn das? Ist das eine parallele Welt zur normalen Welt oder ist das einfach eine fiktive Mortal Kombat Welt, in der das ganz normal ist, dass man sich da gegenseitig verkloppt? Das spielt bei uns auf der Erde. Das spielt bei uns, aber es sind ja verschiedene Welten, weil wir sind ja nur ein kleiner Teil. Das heißt, der Junge aus unserer Realität wird, also dieser Kerl aus unserer Realität, wird quasi in diese Welt hineingezogen, oder wie? Nein, das spielt alles bei uns auf der Erde. Also Cole ist ja schon hier, Sonya Blade auch, Jax auch, das sind alles die Champions von der Erde, genauso wie Kano, das sind alles die Champions von der Erde. Und Kung Lao. Und Liu Kang und ja. Du möchtest mich aber bestimmen? Das ist halt eine fiktive Realität Erde, oder? Also es ist jetzt nicht eine, ja, ist halt wie bei, wo es die Avengers Städte gibt oder so. Und jeder da rumläuft. Ist halt wie bei, okay, das ist halt wissen. Eine normale Welt und da gibt es halt welche, die haben diese Kräfte halt, ne? Nee, ich frage halt, weil es gibt ja auch fiktive Welten, wie bei zum Beispiel bei Dune und so. Nee. Das hat ja nichts mit unserer Realität zu tun. Nee, das ist schon normal. Und da läuft dann was parallel oder so. Und Trailer und sowas. Das wollte ich wissen. Du willst bestimmt noch wissen, was der Regisseur von diesem Highlight noch so gemacht hat? Unbedingt, nichts. Ja. Der hat nichts gemacht, er hat nur einen Kurzfilm gemacht. Das Einzige, was man kennen könnte, ist die Frau, die Chris schon erwähnt hat, die Jessica McNamee als Sonya Blade. Die hat bei Mac mitgespielt in dem Hai-Film. Ja, wobei ich halt, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Sonya Blade immer ein bisschen anders in Erinnerung noch. Vom Spiel her, oder? Nicht die schlechteste. Also es war okay, wie es dargestellt war. Und Sonya Blade, muss ich dazu sagen, ist ja eigentlich kein Champion. Die rutscht ja mehr da mit rein. Und ganz am Ende übrigens noch einer der wichtigsten Charaktere, der kam nämlich gar nicht. Johnny Cage kam nämlich gar nicht. Mhm. Aber der Film... Weil Johnny Cage, Achtung, nämlich Fun Fact, Johnny Cage ist orientiert an Jean-Claude Van Damme. Definitiv. Und zwar ist Jean-Claude Van Dammes Charakter in Bloodsport. So entstand die Figur von Johnny Cage. Und ist da gar nicht aufgetaucht in dem Film. Da wurde aber angeteasert am Ende, dass es wohl einen zweiten Teil geben wird mit Johnny Cage. Ah, ja. Was ich ein bisschen noch halbwegs unterhaltsam fand, war die Rolle von Kano, gespielt von dem Australier. Das fand ich ganz schlimm. Josh Lawson. Ja, der hatte die ganze Zeit immer irgendwelche dummen Sprüche. Am Anfang war es ziemlich drüber, aber nachher hat er irgendwie so halbwegs paar gute Lines gehabt. Hat halt wirklich so an 80er Jahre Action-Billigklopperei erinnert, weißt du, haut jemand auf die Mappe und dann kommt ein dummer Spruch hinterher, so ungefähr war das bei dem. Das hatte irgendwie so einen nostalgischen Charme bei dem. Ja, aber was mich halt echt, was mich so ein bisschen enttäuscht hat, ich fand immer bei Mortal Kombat, fand ich eigentlich immer Sub-Zero am coolsten irgendwie. Und jetzt mag ich ihn gar nicht mehr. Das hat sich so voll gewandelt. Und Scorpion fand ich doof, den finde ich jetzt ganz okay. Ist, wie es ist. Furchtbar? Schlecht? Langweilig? Blöd? Na, es ist nicht langweilig, es ist einfach what the fuck? Aber also, von all dem ist nur langweilig hängen geblieben. Es sind sehr viele Splatter-Szenen und nichts für mich, also. Ist so, sag mal so, früher wäre es in der Videothek, wäre das gut gelaufen, der Film, glaube ich. Ja, definitiv. Der, also in der Videothek wären die Leute reingerannt und hätten das rausgerissen, den Leuten aus der Hand raus, weil ist halt ordentlich Klopperei. Also für alle jungen Hörer, eine Videothek war das, wo man hingehen musste, um sich Filme auszuleihen und die dann auch wieder zurückbringen musste.
Ah ja, zurückgespult, nur sonst so. Hat es eine Marke gekostet. Ja, ja, zurückgespult, bei einer Videokassette. Später gab es ja dann DVDs, die muss man ja zum Glück nicht zurückspulen. Also von mir 3 Punkte, Mortal Kombat. Dafür, ja, da bin ich voll bei dir, das ist ja witzig. Ich glaube, wenn ich dafür was bezahlt hätte, irgendwo im Kino oder so, da hätte ich mich richtig geärgert, da hätte ich irgendwie weniger Punkte gegeben, aber bei Sky kann man das schon mal mitnehmen. Und ja, mal mitnehmen, aber mehr ist dann auch schon nicht mehr. Und ich habe noch einen Film geschaut, der auch im Entferntesten was mit Geheimagenten zu tun hat. Es wird sogar James Bond erwähnt, nämlich den aktuellen Schläferz-Film, der damit das Ende der aktuellen Schläferz-Staffel einläutet. Der heißt im Original Wonder Woman. Ha? Aber mit E hinten, also nicht ein Wonder Woman, sondern mehrere. Im Deutschen. Kann nicht Wonder Women heißen? Ja, Women. Im Original oder im Deutschen heißt der Liebesgrüße aus Fernost. Man hat wahrscheinlich so gedacht, so, ja, Liebesgrüße aus der Lederhose, dann machen wir Liebesgrüße aus Fernost. Vielleicht auch aus Moskau. Ist in den Philippinen gedreht worden, war damals sehr billig, 1973 dort zu drehen. Und ja, man sieht am Anfang eben diese besagten Wonder Woman, die. So eine Art, es gibt doch bei Kill Bill diese eine Szene, wo die was von Fox Force 5 erzählt, die ja irgendwie so eine Reihe von Frauen, die in so einer Fernsehserie irgendwie, jeder hat ihre eigenen Fähigkeiten und so ungefähr ist es hier auch, sind da irgendwie so ein paar Frauen, aber die sieht man dann den ganzen Film eigentlich nicht mehr wieder und nur gegen Ende, also das sind eigentlich die Wonder Woman. Die eigentliche Geschichte geht dann darum, dass irgend so ein schmieriger Geheimagent angeworben wird, der so aussieht, als hätte irgendjemand beim Dorffasching sich als James Bond verkleidet und will dann nun irgendwie da den großen Zampano raushängen lassen und ja, er kommt dann dort an in Manila und wird von so jemand in Empfang genommen und gesagt, ja, hier verschwinden immer gut trainierte Sportler und sie wissen nicht warum, weshalb, wieso. Wir als Zuschauer wissen das natürlich schon längst, denn es gibt da eine Organmafia, eine Chirurgin, die Dr. Zhu, die sich da ihr Labor aufgebaut hat und immer irgendwelche jungen Sportler umbringen lässt. Und sie hat dann so ein Serum, wo sie das noch wiederbeleben kann, dass die Organe noch weiterleben und dann werden die zur Organtransplantation benutzt. Und aber während die so quasi wiederbelebt sind, dann vergnügen sich auch gerne die Frauen mit diesen Körpern, sag ich jetzt mal. Ja, das ist also ist schon ein sehr anrüchiger Film, um es mal so zu nennen, aber ein richtig cooler Schläferz-Film gewesen. Und ja, dieser James Bond-Verschnitt, der wird dann auch immer wieder mit James Bond und immer wieder wird James Bond thematisiert und auch wenn sein CIA-Partner oder wer das ist, dann immer irgendwas hin sagt immer, ja, also ihr Kollege, der Herr Bond, der macht das alles viel besser und so. Und ja, Zombies gibt es dann auch noch, die ganz furchtbar geschminkt sind und war ein Riesenspaß am Freitag bei Schläferz. Liebesgrüße aus Fernost, also das ist echt lustiger Film. Und dann sind wir eigentlich ja soweit durch hier mit den gesehenen Filmen. Dann gucken wir doch mal weiter, was so neu anläuft. Mal gucken, was da dabei ist. Ich glaube, ich habe eine Ahnung, welcher Film neu anläuft, den ich auch sehen will. Kinocharts und Neustarts. Und dann gucken wir doch mal. Chris, was ist denn auf Platz 5 in den Stuttgarter Innenstadtkinos? Erzählst du erst was hier von den Kinodingsen, von Neustarts und dann fängst du mit Charts an. Du bist ja ein witziger Vogel. Auf Platz 5 ist Es ist nur eine Phase, Hase. Für den wird gerade viel Werbung gemacht im Fernsehen, ne? Habe ich gesehen. Erwische ich immer mal irgendwo eine. Den hatten wir ja schon mal in der Sneak hier, ne? Genau. Platz 4 ist dann Venom, der wahrscheinlich in irgendwelchen Previews lief und deswegen auf Platz 4. Der lief in der Preview letzte Woche, ja. Am Samstag, glaube ich, lief in der Preview. Müssen ja echt viele gewesen sein, wenn der es damit schon geschafft hat hier. Platz 3, Die Schule der magischen Tiere, das ist kein neuer Harry Potter-Film. Und Platz 2, Dune. Der Wüstenplanet, der Film. Das ist ein wüster Planet. Und Platz 1. Wer hätte es gedacht, wenn Erik da schon rennen ist? Keine Zeit zu sterben. No Time to Die, der neue Bond. Nicht nur ich. Montagabend. Volle Hütte. Das sage ich nur. Montagabend. Okay, und mal sehen, was neu anläuft. Also Venom auf jeden Fall. Ne? Venom 2, Let There Be Carnage. Also der ist bestimmt cool. Ja, bin ich gespannt. Soll sehr, sehr cool sein. Halloween Kills, Fortsetzung der Horrorreihe, in der Jamie Lee Curtis dem Serienmörder Michael Myers entgegentritt. Wenn die den schon da haben, ne? Halloween, Venom 2, ja, wenn der schon lief in der Preview.
Können die doch eigentlich in der Sneak Preview zeigen, oder? Das wäre doch cool. Tja. Ja, Halloween Kills kriegt gerade ein bisschen Gegenwind, weil da gibt es irgendwie eine Anfangsszene, wo so ein Feuer gelegt wird in einem Haus und dann bringt er die ganzen Feuerwehrleute um. Und das fanden die Feuerwehrleute in Amerika nicht so witzig. Die sind dagegen vorgegangen jetzt gegen Toll. Den Film. Ja. Da wurde ein Mann getötet, das finden alle Männer nicht so witzig. Nee, die sagen, weil das wohl schon häufiger passiert ist, dass Brandstifter ganz bewusst Feuer legen, um dann die Feuerwehrleute irgendwie umzubringen. Da gab es diverse Leute, die da. Ja, aber das ist Realität. Kranke. Ja, ja. Deswegen dürfen wir jetzt nichts mehr in Filmen verwenden, was in irgendeiner Weise realitätsnah sein kann. Ich kann heute nicht reden. Es läuft auch noch an Cry Macho, den wir getippt haben für die Sneak oder der getippt wurde. Ah, jetzt sehe ich mal, worum es da geht. Neuer Film von und mit Clint Eastwood über einen gescheiterten Pferdezüchter, der einen Jungen von Mexiko in die USA bringen will. Okay, wahrscheinlich dann quasi über die Grenze schmuggeln oder was? Na, gucken wir mal. The French Dispatch, Wes Andersons Film über US-Journalisten, die in Frankreich der 1960er Jahre nach Geschichten suchen. Mhm. Das klingt richtig spannend. TKKG, die Profis sind wir. Das Geheimnis um die rätselhafte Mind Machine. Aha, mit Janis Niewöhner, Jürgen Vogel, Ulrich Nöten. Auch nicht schlecht. So. Dokumentation, Dokumentation. Da gibt es noch ein Drama, das heißt. Ich will nach gar nichts schmecken, außer nach dir. Und noch ein Digimon-Film kommt ins Kino. The Last Evolution Kizuna. Digimon. Geil. Ich will nach gar nichts schmecken, außer nach dir. Wollen wir es da riskieren, mal die Beschreibung durchzulesen? Nein, wir gehen einfach weiter im Programm. Hier steht es gar nicht drin, siehst du mal. Ha. Okay, dann gehen wir mal weiter im Programm, nämlich in die News-Section hier. Mal gucken, was es da Neues gibt. News. So, jetzt muss ich mal ganz kurz meinen Outlook aufmachen, denn wir sind nämlich auf was hingewiesen worden von einem Filmverleiher. Da gibt es jetzt eine neue Reihe, die heißt Best of Cinema. Untertitel lautet Meisterwerke zurück ins Kino. Das ist eine neue monatliche Kinoreihe, die ab dem 2. November an jedem ersten Dienstag im Monat Kultfilme und Evergreens zurück auf die große Leinwand bringt. Ich glaube nämlich, die Innenstadtkinos machen da auch mit. Und da kann man dann solche Sachen mal auf der großen Leinwand sehen, wie Francis Ford Coppola's The Outsiders mit Tom Cruise, Patrick Swayze und Matt Dillon. Oder auch Die fabelhafte Welt der Amelie, Mulholland Drive, Grüne Tomaten und so weiter. Also es gibt eine riesenlange Liste hier. Ich gehe mal hier zeitlich durch. Tod auf dem Nil gibt es noch. Total Recall, das Original mit Arnie. Geil. 1. März. ja, also achtet mal darauf, ob euer Kino das anbietet und dann könnt ihr vielleicht Filme, die ihr noch nicht im Kino gesehen habt, vielleicht mal im Kino nachholen. Vielleicht, ich glaube, also mal Holland Drive und Fabelhafte Welt der Amelie oder so sind auf jeden Fall sehr empfehlenswerte Filme, die mal im Kino zu sehen, weil die Bildkomposition einfach ganz toll ist. Okay, das war das eine. Dann haben wir einen Trailer gesichtet, der bald auf Disney Plus erscheint. Wenn dir plötzlich Mortal Kombat wie ein Oscar-Kandidat vorkommt. Oh. Ein neuer Film, der heißt auf Ich habe Schmerzen. Deutsch heißt der nicht schon wieder allein zu Haus und Ich habe Schmerzen. Ist quasi ein Man kann das schon als Reboot bezeichnen, oder? Ja, leider. Das ist, glaube ich, ein Reboot von Kevin allein zu Hause. Glaubst du? Nein. Du bist ja ein Fuchs. Wie kommst du denn darauf? Ich meine, ich glaube, es ist ein Reboot. Ich glaube, es ist nichts Neues, was die da oder nichts Anschließendes. Oder Abgesehen davon, dass der Hauptcharakter nicht mal Kevin heißt. Deswegen heißt es auch nicht Kevin allein komisch. Zu Hause. Also nachdem ich letztens bei Movies That Made Us, eine sehr großartige Dokumentationsreihe auf Netflix, mal die Geschichte von Kevin allein zu Hause gesehen habe, wie das alles damals auf die Beine gestellt wurde, was für Schwierigkeiten es da gab und
wie schön und mit wie viel Herzblut das dann gemacht worden ist. Muss ich sagen, also dieser Trailer ist einfach furchtbar. Also, da stimmt ja nichts. Da stimmt weder der Flair vom Original noch die Darsteller irgendwas. Also so nach dem Motto, wenn man einen Kevin-Film machen möchte, was müsste man alles falsch machen? Also so ungefähr ist dieser Film. Das Kind ist einfach ätzend. Das ist jetzt nicht so, dass man mit dem mitfiebert. Oder es ist nicht sympathisch, das Kind, oder? Diese komische Pratze da in dem Film, der einfach nur gehässig da, die Einbrecher irgendwie da vermöbelt. Und, ach, das ist furchtbarer Trailer. Also, heieiei. Auch die Einbrecher. Oh mein Gott. Ja, die Einbrecher. Vor allem, die eine ist ja die Schauspielerin von der Serie Unbreakable Kimmy Schmidt. Und ich mochte die Serie eigentlich ganz gern, also zumindest die ersten zwei Staffeln. Aber die hat, finde ich, in so einem Film passt die gar nicht rein. Ich weiß nicht, die passt irgendwie nicht als Einbrechertyp. Und dann dieser Junge und. Oh. Nee, also. Das hat funktioniert bei Kevin. Ich bin ein großer Kevin-Fan. Ich mag Kevin allein zu Hause. Der hat einfach Charme, der Film. Natürlich ist das eine hanebüchende Geschichte, gar keine Frage. Aber der Film hat einfach Charme und Charakter. Aber dieser Trailer, diese Neuauflage quasi, ist einfach nur dämlich. Ja, wenn sie wenigstens was Eigenes gemacht hätten, wenn sie ihn eh schon nicht Kevin nennen, können sie ja eine andere Story machen, die auch irgendwas in der Art hat, weißt du, es muss ja nicht unbedingt das Haus, das ist mein Haus und ich werde es beschützen. Also die verwenden ja sogar die gleichen bekannten Zitate, was einfach. Also es wirkt sehr blasphemisch, was die da getrieben haben. So, und jetzt mal aufgemerkt hier. Erstens, ich war nie wirklich ein Fan von Kevin allein zu Hause, weil ich das einfach total bescheuert schon immer fand. Echt? Ja, okay. Ich fand das nicht wirklich gut. So, und jetzt von einem Film, den ich nie wirklich gut fand, auch noch einen Reboot sehen zu sollen, ey, the fuck, ganz ehrlich. Also, aus Kevin wurde nicht mehr Kevin, sondern wie heißt jetzt der kleine Francis oder was? Keine Ahnung. Das ist schon krass, weil man nimmt halt jetzt ein kleines, pummeliges Kind mit Brille. Ja, man geht in eine andere Richtung. Vielleicht wäre noch ein kleines, pummeliges Mädchen mit Brille, wäre vielleicht und auch Asthma. Ganz toll gewesen. Und Asthma, ja, ganz wichtig. Dann statt den Einbrechern zwei Einbrecherinnen und nicht ein Pärchen. Und vielleicht auch noch die Eltern als Alternativ, dass man so wirklich alle. Also so eine Scheiße, ganz ehrlich. Das ist so weit hergeholt schon wieder. Das ist schon unfassbar. Und wie das dann, was da für Szenen schon zu sehen sind im Trailer. Das ist ja so eine Unverschämtheit, ganz ehrlich. Dass man sowas überhaupt abdreht, dass irgendjemand dranhockt und sagt, haha, das ist total gut. Ey, ganz ehrlich, da hat, also manch Porno hat wahrscheinlich ein besseres Drehbuch wie das. Und ich sag ja, das ist, nur wenn du den Trailer siehst, ohne den Film zu sehen, da sollte man sich kein Urteil bilden. Vollkommen richtig, gebe ich recht. Nur, ich weiß, dass ich diesen Film, den werde ich nicht mal zwei Minuten, werde ich den anschauen. Was für eine gequirlte Scheiße, wie ich es gerade eben schon gesagt habe. Wenn Mortal Kombat als Oscar-Kandidat gehandelt wird, dann können wir drüber reden, dass der Film was taugt. Aber, also, come on, ganz ehrlich, wie kann man Budgets verschwenden, wie kann man Lebenszeit verschwenden für so eine Rotze? Unfassbar. Unfassbar. Also komplett, wenn der Trailer schon komplett unsympathisch wird und die ganzen Charaktere einfach komplett unsympathisch sind und du denkst, ey, scheiße, das habe ich alles schon mal gesehen in so einem Originalfilm, den ich kacke fand. Ja, toll. Ey, also ich brauche das überhaupt gar nicht. Also ich möchte nochmal sagen, guckt lieber auf Netflix die Doku Movies That Made Us, irgendwie Filme. Ey, guckt lieber Gras und, beim Wachsen zu. Nee, und dann guckt mal die für Kevin allein zu Hause, auch wenn du den Film nicht magst, guck mal an, was da so drumrum, wie die das produziert haben und wie es gemacht wurde. Das ist echt sehr interessant und toll gemacht. Und lieber das gucken als diesen, also ganz furchtbar. Also nicht weiter drüber sprechen. Eine News habe ich noch. Ich bin ja erklärter Fan von Schläferz, schlechteste Filme aller Zeiten, weil es einfach voll witzig ist und ich da einfach Filme, die ich eigentlich nicht kenne, da abfeiern kann und sehr lustig. Es ist eine neue Filmreihe geplant auf Tele 5, weil natürlich für Tele 5 ist Schläferz
so quasi so der Leuchtturm, auch von den Einschaltquoten her. Ist auch total irre, was da mal abgeht auf Twitter. Die sind trending Hashtag überall und wenn Schläferz läuft. Und die planen jetzt eine neue Filmreihe, die heißt Kufatz, und zwar die Kultfilme, die besten Kultfilme aller Zeiten, wo dann wirklich ja Filme, die man kennt und abfeiert, was weiß ich, von Big Lebowski oder irgendwas. Ich wollte es gerade übrigens sagen, dann habe ich gestern zufällig noch das Ende von der Big Lebowski gesehen. Ich habe mich einfach beäumelt. Big Lebowski ist super, ey. Ich finde schon die Anfangsszene super, wo er ein Päckchen Milch mit einem Check bezahlt am Anfang. wo die dann halt solche Kultfilme nochmal, weil die werden ja von Rütten und von Kalkhof immer ein bisschen eingeordnet, auch die Schläferz-Filme, ne? Da wird ja immer mal so nach kurz mal mittendrin irgendwie so, ich glaube zweimal wird im Film kurz Pause gemacht, dann wird das bisher gesehen ein bisschen eingeordnet und auch so, wie manche Sachen gedreht wurden, wird da so erklärt und so. Das ist ja sowas für Filmnerds. Wenn sie das für die Kultfilme machen, vielleicht nicht mit einer Unterbrechung in der Mitte, obwohl natürlich Tele 5 kommt ja sowieso Werbung im Film, da können die da auch zusätzlich noch ein paar Infos mitmachen. Finde ich gut, bin ich dabei, will ich sehen, wenn da coole Filme kommen, definitiv. Und Serien gibt's. Hatte Kate was geguckt, was ich auch noch schauen muss demnächst für Fortsetzung folgt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Serien. Was hast du denn letzten Sommer getan? Oder was weißt du denn, was ich getan habe? Oh, ich weiß, was ich getan habe. Nicht viel. Oh. Aber ich weiß, was 5 Teenager letzten Sommer getan haben. Also, es gibt auf Amazon Prime Video eine neue Serie, die heißt Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und basiert auf der Geschichte des Filmes, den wir ja schon kennen mit Freddy Prinze Jr. und ja, es sind mittlerweile 3. Ja, ja. Aber dem Original, also der vom ersten Teil mit Jennifer Love Hewitt und Sarah Michelle Gellar und wie sie alle heißen. Das Ganze spielt im der heutigen Zeit, also Smartphone, Instagram, alles ist da. Und es geht um 5 Schüler, die feiern eine Abschlussparty. Und auf dem Heimweg von dieser Abschlussparty überfahren sie eine Person und vertuschen das, weil sie Angst haben, dass sie ihre Stipendien verlieren, ins Gefängnis gehen, bla bla bla. So. Vertuschen das. Und ein Jahr später kommt unsere Hauptakteurin, die damals dann auch das Auto gefahren hat, nach einem Jahr College zurück in ihre Heimatstadt, die ich glaube irgendwas mit Hawaii und so zu tun hat, weil die sehr diese hawaiianischen Gebräuche pflegen und auch ziemlich viele, also auch eine Strandstadt, also es muss eine Insel sein oder was direkt am Meer, also der ihr Haus und das von ihrem Vater, das ist halt direkt am Meer, keine Ahnung. Und dann gedreht, kommt sie eben nach Hause und gedreht, findet in du liegst, ihrem... Du ja? liegst richtig, ist auf Oahu in Hawaii ja. gedreht. Ja, sag ich ja. doch, ja, sag ich doch. Oh, wow. Oh, wow. Und sie kommt danach zurück, nach einem Jahr College und war zwischenzeitlich in dem Jahr auch nicht wieder zu Hause. Also sie ist komplett weg gewesen, sie wollte eben fern von dem sein, was sie da getan hat oder was da passiert ist. Und als sie zurückkommt, findet sie eben, wie wir es schon aus dem Film kennen, die Botschaft an ihrem Spiegelschrank. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Und am Anfang denkt sie sich nichts dabei, aber als dann die anderen eben auch Nachrichten bekommen und tatsächlich auch der ein oder andere dann schon stirbt, wissen sie, dass jemand hinter ihnen her ist. Und sie glauben tatsächlich, dass die Person, die sie überfahren haben, vielleicht doch noch lebt. Und die quasi sie jetzt heimsucht. Aber das kann aber nicht sein. Also es wird dann die ersten 4 Folgen sind jetzt verfügbar und dann kommt jeden Freitag eine neue Folge. Ich habe alle 4 Folgen gesehen und eigentlich gefällt es mir. Also mir gefällt es eigentlich ganz gut. Es erinnert mich ein bisschen von der Art und Weise eben, wie gesagt, an den Film, aber auch an neuere Serien wie Pretty Little Liars oder so, weil sie ja dann eben auch alle zu gleichen Zeitpunkt zum Beispiel eine SMS-Nachricht bekommen, nachdem sie, was weiß ich, eine Leiche an nächsten Toten gefunden haben und so.
dann ist es aber auch sehr in der heutigen Zeit drin mit Social Media und Instagram und so, dass eine dabei, die ist Influencerin und macht ständig Videos und es ist schon fast anstrengend, ihre Art und Weise, aber da steckt halt viel, viel mehr dahinter. Also du hast halt auch eine gewisse Charakterentwicklung. Der Kniff der ersten Folge, wo man, glaube ich, am Ende hätte sagen müssen, ach du Scheiße, was? Der war mir relativ früh in der Folge klar. Weiß ich nicht, ob das so gewollt war. Erik, wenn du die erste Folge gesehen hast, musst du mir sagen, ob es dir... Wenn du die erste Folge gesehen hast, musst du mir dann bitte sagen, ob du das auch vorher geahnt hast. Du wirst wissen, um was es geht. Okay. Ich weiß nicht, ob das gewollt war, dass man das im Vorfeld schon checkt oder ob ich einfach schon 10.000 viele Serien gesehen habe, um solche Sachen einfach zu erkennen. Ich werde weiter gucken, definitiv. Sie ist schon gut, die Serie. Aber irgendwas fehlt mir noch, weil außerdem ist es halt wieder eine bekannte Geschichte, die wieder benutzt wurde und neu aufgelegt wurde. Und also das Einzige, was ich positiv finde, ist, es ist kein Typ in einer Kutte mit einem Fleischerhaken. Es gibt, glaube ich, einer wurde erschossen, der andere wurde erschlagen, der nächste wurde ertränkt und bla, keine Ahnung. Ja. Also es sind lauter unterschiedliche Mordmethoden. Und ich finde sie grundsätzlich gut, aber die Background-Story von der, die eben im Auto saß, hätte man, glaube ich, besser machen können. Die gefällt mir nicht so gut. Du wirst verstehen, was ich meine, wenn du es gesehen hast, Erik. Und auch die jetzt zuhören und es gesehen haben, wissen auch, was ich meine. Weil das ist so, ach, das ist so ein bisschen Hanebüchen. Aber, mein Gott, sollte vielleicht Twist in die Serie bringen, keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall weitergucken. Man kann es anschauen, es ist nicht dramatisch. Es hat Panic-Style, also von dieser Serie Panic, die ich ja auch sehr gut fand. Es ist eine junge Serie für junge Erwachsene, die einfach mal abschalten wollen und mal in eine andere Welt eintauchen wollen. Das passt eigentlich ganz gut. Arg viel Horror ist es nicht. Schade. Man sieht zwar Tote, aber man sieht nicht immer, wie sie sterben. Ah, was ich schade finde. Ja, ich muss ja eh reingucken, dann werde ich mal. Ja, guck mal rein. Mal schauen, ob ich es über die erste Folge hinweg schaffe, ob sie mich so lang. Ja, ich glaube, also die zweite solltest du auf jeden Fall noch mitgucken. Und dann kannst du entscheiden, ob es dir gefällt. Schauen. Wie lange gehen da die Folgen immer? Sind das wieder so 40 Minuten? 40 Minuten, glaube ich. Ja. Okay, na, das ist machbar. Bin gespannt. Ich weiß, was du letztens. Schauspieler kenne ich keinen. Doch, die Hauptdarstellerin kannte ich. Aber auch gerade überflogen, ich kenne da auch niemanden. Also hat auch, glaube ich. Die Hauptdarstellerin hat bei der Neuauflage von Jumanji mitgespielt. Allerdings war sie quasi eins der Kinder, die gespielt haben und dann wurden die ja zu den Hauptcharakteren, Dwayne The Rock Johnson und so. Die Madison hat die gespielt. Okay. Die hatte nur ganz kurze Auftritte in den Filmen. Dann kannte ich keinen davon. Okay. Mir ist bloß gerade was eingefallen. Bei dem Schläferz-Film, ich habe ja erzählt, in der Mitte, die halten immer mal an und ordnen dann so Sachen ein. Da hat eine mitgespielt, die hat sogar bei Star Wars mitgespielt. Und zwar hat die Rolle gespielt, ihr kennt doch diese berühmte Han-Shots-First-Szene, ne, wo Greedo und Han Solo an dem Tisch sitzen und die hat quasi Greedo gespielt, das war eine Frau und die hat bei diesem Schläferz-Film mitgespielt, eigentlich so ohne Maske. Ne? Ja. Okay. Lustig. So, ja. Na, dann sind wir ja schon in der Rätselecke, Mensch, das geht ja voran hier. Rätselecke. So, Chris, jetzt kommen wir wieder ein bisschen ran hier. Aufgemerkt. Bin wieder da, ja. Trink einen Schluck Kaffee. Hab schon. So, was also, passiert hier? Jetzt gibt's ein Rätsel. Aufgemerkt, ne? Ist okay. Diesmal, ja, ein bisschen James Bond-lastig. Wir haben ja vorhin gehört, dass der neue James Bond-Film jetzt gerade die goldene Leinwand bekommen hat für 2 Millionen Zuschauer in Deutschland. Oder waren es 3? Ich glaube 3 Millionen. Und aus der Rubrik 2 gewinnt, lese ich euch jetzt 5 Filme vor, die 2019, also es sind sehr aktuelle Filme,
die 2019 angeblich die goldene Leinwand für Deutschland bekommen haben. Aber zwei davon haben sie nicht bekommen. Und diese zwei möchte ich von euch wissen. Also, Bohemian Rhapsody, Avengers Endgame, X-Men New Mutants, Joker, Glass und Das perfekte Geheimnis. Welche zwei von diesen fünf Filmen, jeder darf einen picken, hat 2019 nicht die goldene Leinwand bekommen? Ich lese nochmal vor. Bohemian Rhapsody. New Mutants. Avengers Endgame. Das wollte ich auch sagen. Dann musst du ein anderes nehmen. Also dann bleibt jetzt noch Bohemian Rhapsody, Avengers Endgame, Joker, Glass und Das perfekte Geheimnis. Glass. Das ist auch richtig, ja. Habt ihr beide einen Punkt? Sehr gut. Bam, dann machen wir mal weiter mit der Rubrik Richtig oder Falsch. Richtig oder Falsch? James Bond wurde am 11. November 1920 in Bochum geboren. Richtig oder falsch? Welcher? Es gibt nur einen. Das ist so abstrus, das ist bestimmt richtig. Das ist falsch. Scheiße, habe ich selten gehört. Es ist richtig. In den Romanen. In Bochum? Ja, am 11. November 1920 in Bochum-Wattenscheid geboren. Ja. Völlig richtig. Also, das ist natürlich eins. Das heißt, James Bond ist Deutscher. Eins der. Er ist zumindest da geboren, aber er ist ja kein Deutscher. Also die literarische Figur von Ian Fleming, ne? Und ist das gut? Sehr gut, also 2-1 für den Chris, ja? Der Chris hat zu viel Kaffee. James Bonds ist jetzt schon ein Matchball für dich, Chris, ne? Also James Bonds Lieblingsdrink ist der berühmte Wodka Martini, geschüttelt, nicht gerührt. Er trinkt auf der Leinwand durchschnittlich alle 25 Minuten, das ist jetzt noch nicht fragenrelevant. Mehrheitlich trinkt er den besagten Wodka Martini, ist das richtig oder falsch? Alle 25 Minuten mehrheitlich den besagten Wodka Martini geschüttelt, nicht gerührt? Falsch. Moment, also. Ich muss. Jetzt, also. Ich überlege gerade. Ich würde sagen, das ist falsch. Das ist. Also, falsch ist richtig, genau, denn er trinkt. Von den 114 Drinks, die er bisher genommen hat, war es mehrheitlich Champagner, was er getrunken hat. Ja. Okay, Chris, wow, Mensch. 3-2 ja. Hier. Drei, eiskalt. Ja. 3-2 gewonnen. Was aber? Ja, aber? Du musst noch mit 2 Punkten Vorsprung gewinnen. Was? Also. Seit wann das denn? Das sind immer diese neuen Regeln, ja. Die man einfach hier einführt. Okay, pass auf. Pass auf, dann machen wir jetzt Folgendes. Dann kommt der nächste Fakt. Kate, du musst als erstes antworten. Das ist wie so eine Stefan-Raab-Show, wo plötzlich Raab so, nee, ich will eigentlich gewinnen, Kate, das sind neue Regeln, ey. Du musst als erstes antworten. Ja. Ja, James Bond Lieblingsauto ist der Aston Martin DBS, wie du sicher weißt, ja. Natürlich. Den Stunt, der in dem Film Casino Royale macht, in dem sich das Auto insgesamt 7-mal überschlägt, hat es ins Guinness Buch der Rekorde geschafft, richtig oder falsch? Falsch. Ja, dann hast du tatsächlich richtig. Verloren, weil es richtig. Verdammt! Das wusste ich sogar, ist das nicht krass? Da habe ich nämlich mal eine Doku drüber gesehen. Oh, boom, 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 boom. Geowned. Finish your move. Nee, wie war's? Richtig weggeflext, die Alte hier. Ich heb dir gleich Alte in your face. Die Schätzfrage wäre Alter. Gewesen. Die Schätzfrage. Die Schätzfrage wäre gewesen. Wie oft hat James Bond in der Filmreihe schon selbst gekündigt? Wie viele Filme gibt es insgesamt? Oh, einige. Ich sag 8-mal. 12-mal. Ist am nächsten dran an 3-mal. Weil das erste Mal im Geheimdienst ihrer Majestät, da hat aber die Sekretärin Moneypenny die Kündigung nicht weitergeleitet und hat ihn quasi Urlaub eingetragen. In Lizenz zum Töten Moneypenny. Hat Bond offiziell selber gekündigt, damit er eine Undercover-Mission starten konnte. Und seine letzte Kündigung hat James Bond in Casino Royale eingereicht. Ja, okay. Mensch, da haben wir doch. Ihr habt doch profundes Wissen bewiesen im Thema James Bond. Heißt natürlich dann, Chris ist beim nächsten Mal dann dran, uns was zu kredenzen. Oh mein Gott. Oh ja. Oh mein Gott.
sondern so unlösbare Rätsel sind. Dankeschön, der Applaus ist gerechtfertigt. Ich werde mich mal intensiv mit dem Lebenslauf von Ana de Armas beschäftigen bis dahin. Mit dem Backkatalog ihrer Filme und so weiter. Und wo sie eventuell irgendwo aufgetreten ist, ja. Und jetzt packen wir erstmal ein bisschen Musik auf unsere Spotify-Playlist, die heißt Kinocast Songs. Music. Als ich hochgelaufen bin in den James-Bond-Saal, war gerade die Tür zum Gloria 1 offen in Stadtkinos, in dem dann demnächst die Sneak stattfinden sollte. Ich habe auch noch ein bisschen da gewartet. Ich dachte, Chris kommt noch irgendwann, aber ich habe draußen auf dich gewartet, weil ich dachte, so, du kommst irgendwann. Nee, wir mussten schon reingehen, weil da hat sich schon eine Schlange gebildet. Du weißt ja, wie das immer ist, ne, mit dem Einlass. Und da drang schon Musik an mein Ohr und ich dachte, was lief da drin für ein Film? Weil da kam von Louis Armstrong We Have All the Time in the World, ein sehr schöner Song, wie ich finde. Und der lief da und Leute sind rausgekommen. Ich dachte, was lief da für ein Film? Und tatsächlich habe ich ja dann gemerkt, als ich dann James Bond zu Ende geschaut habe, das ist der Ending-Title vom neuen James-Bond-Film und deswegen packe ich den da drauf. Ah ja. Kate? Ich nehme von Adele Easy on Me. Das ist der neue, der ja. hat doch jetzt wieder Neues rausgebracht, ne? Ich habe von. Du lachst schon. Ja, du hast es doch irgendwie geteilt letzte Woche, ne? Oder war das das? Ich habe es schon angekündigt, ja. Ich habe von The Kiffness die Ivan Polka in dem Club Remix. Also, für alle, die das kennen, das ist dieser Blinde. Der mit seiner Bongo da auf der Parkbank guckt. Ich kann den Text halt nicht. Na, basiert das nicht auf diesem Shanti oder so? Ja, das basiert doch auf diesem Shanti, der da auf TikTok viral gegangen ist. Ja. Es ist auf jeden Fall mega, vor allem wenn man das volle Möhre mit Bass aufgedreht im Auto hört, geht der Track mega mäßig ab und macht richtig gute Laune. Okay. Unbedingt auch das Video dazu anschauen. Ich sehe schon, Erik hat's gefallen. Kate fand's nicht so geil, Erik hat's gefallen. War schon lustig, ja. Also der originale Shanti, der ist ja auch total abgegangen. Da gab's ja diesen einen und dann gab's dann so diese TikTok, da gab's ja diese Remix-Funktion, wo du dann zusammen was machen kannst und solche Geschichten. Das ist doch dann total ausgeufert da. Ja, sehr schön. Und ich glaube, Kommentare oder soweit gab es, glaube ich, zur letzten Folge nicht. Die letzte Folge ist aber erstaunlich gut gelaufen, von den Downloads her, auch auf Spotify ganz besonders. Und es gibt ja tatsächlich auch Personen, die uns über YouTube hören, denn ich habe auch so ein Cross-Posting immer auf YouTube, auf dem Kinocast-Channel. Und da gibt es auch Leute, die uns da hören, finde ich ganz, ganz spannend. Und wenn ihr uns auf irgendeiner dieser anderen Plattformen hört, und möchtet einen Kommentar da lassen, also entweder schreibt an contact@kinocast.net ganz allgemein oder dann direkt an die Person, an zum Beispiel kate@kinocast.net oder Chris oder Erik. Oder geht einfach auf kinocast.net und lasst einen Kommentar fallen. Was auch immer gern genommen wird, sind so Bewertungen auf anderen Portalen. Das hilft uns immer ein bisschen zur Sichtbarkeit und irgendjemand macht dir seine Steuererklärung. Und Kate wollte, glaube ich, auch noch sagen. Ich will noch einen Sendehinweis geben. Ja, ich möchte noch kurz einen Sendehinweis geben, denn am 22. November startet die neue Staffel von Dexter auf Sky Atlantic. Ich freue mich. Ich habe da so gemischte Erwartungen, sage ich mal. Ist mir egal, ich freue mich trotzdem. Ich freue mich dann eher drauf, dass Mandalorian jetzt das gepostet haben, dass es irgendwie die Dreharbeiten losgehen und es soll ja dann im Frühjahr 2022 dann schon kommen. Bin ich sehr gespannt. Ja, aber Dexter, schwierig. Die letzten Staffeln waren nicht so der Bringer da. Ich weiß nicht, wie sie das jetzt noch wuppen wollen. Meistens so aufgewärmte Liebschaften sind meistens nicht so gut. Na, mal gucken. Aufgewärmt schmeckt nur Gulasch. Ja. Oder Bœuf Bourguignon. Den habe ich jetzt gestern Abend gemacht. Schön über Nacht ziehen lassen. Den gibt es nachher. Und da werde ich mich jetzt gleich mal damit beschäftigen. Hast du mich vorbeigebracht? Tja. Schon ein bisschen beleidigt jetzt. Soll ich was in ein Paket packen und dir schicken? Aber wir haben doch noch Chili, Chris. Ja, Chili schmeckt auch gut. Durchgezogen. Ja. Also, liebe Hörer, was gibt's bei euch zu essen? Schreibt es in die Kommentare. Euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Danke, Kate. Danke, Chris. Bis bald. Tschüss. Danke, Erik. Und einen wunderschönen Sonntag und eine schöne Woche. Und bis nächste Woche. Ciao. Ja, bis morgen, würde ich sagen. Tschüss. Tschüss. Auf Wiederhören. Bis
bald im KinoCast.